Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Platin hier auf der Route 212. Das weiß ich zufällig ganz genau, denn es ist schon eine Weile vergangen, seit wir das letzte Mal gespielt haben, beziehungsweise seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich hatte es ein paar Mal erwähnt, aber sicherheitshalber erwähne ich es noch einmal. Ich war jetzt knapp eine Woche, war ich weg wegen der Buchmesse und so. Und deswegen habe ich vorproduziert und deswegen habe ich jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Und es hat sich ein wenig was getan in der Zeit. Man kann sehr langweilig werden, wenn man dann 4,5 Stunden mit dem Zug fährt. Jedenfalls, ich habe Hades trainiert, dass ich jetzt den Levelanschluss an die anderen gefunden habe. Ich habe unter anderem alle Icognitus gefangen kurzfristig, weil ich mich mit einem so auf dem Discord, by the way, es gibt einen Discord, Link ist in der Beschreibung, mit dem hatte ich mich darüber unterhalten, was denn nun passiert, wenn man alle Icognitus findet. Und deswegen dachte ich, machst du das mal offscreen, weil das ist ziemlich langweilig. Naja, man rennt im Prinzip durch die Gegend, versucht das gleiche Pokémon 26 Mal zu fangen. In seinen verschiedenen Formen, versteht sich. Und die tauschen ziemlich randommäßig auf. Und das heißt, wir können uns nachher noch die Rückseite der Ruinen angucken, da wo der Ruinmaniac gegraben hat. Das können wir uns dann noch angucken. Außerdem haben wir eine neue Addition im Team, nämlich Sorisa, das Pionscorer. Ich wollte gerade sagen, das Korruptier, was ist ja der Englischname, den ich so viel süßer finde. Jedenfalls hatte ich das zuerst in der Safari-Zone gefangen, weil ich Pionscorer und Piondragi total gerne mag. Und auf der anderen Seite würde ich ein Piondragi gerne später in unserem Battle Revolution Run, falls man es so nennen kann, einsetzen. Deswegen dachte ich, fängst du schon mal eins und kannst es dann gleich mittrainieren. Jedenfalls hatte ich dann vorher ein Exemplar, hab das dann auf 34 trainiert, damit es auch bei den anderen dran kommt, noch vom Level her. Und dann habe ich halt, ich hatte zwischendurch immer die Honigbäume noch bestrichen. Und aus einem kam heute Morgen tatsächlich ein Scaraborn gepurzelt. Ja, das habe ich dann gleich gefangen. Entschuldigung. Und bin damit zum Attacken-Erlerner gegangen. Denn Scaraborn kann auf Level 1 schon Nachthieb lernen. Nachthieb? Heißt es Nachthieb? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kannst du ziemlich starke Unlichtattacke lernen, die für Pionscorer eigentlich ziemlich nützlich ist, und hab's dann quasi mit diesem Scaraborn noch einmal gezüchtet und hab ohne Ewigstein gezüchtet. Das heißt, ich habe mich völlig auf das Schicksal verlassen quasi. Ich wollte halt nur ein einigermaßen gutes Wesen haben. Fähigkeit war mir zweitrangig. Ich habe dann das nächstbeste genommen, was ein gutes Wesen hatte. Und Sorisa ist erstmal auf Level 30. Ich habe sie von Level 1 wieder hochtrainiert und irgendwie, naja, die letzten Level sind halt immer die schlimmsten. Mir ist mehr oder weniger die Zeit dann ausgegangen. Sie ist hart. Und wundert euch nicht, dass der Tag nicht stimmt. Das Spiel lebt neuerdings ein wenig in der Zukunft. Hat Superschütze die bessere Fähigkeit. Es könnte zwei Fähigkeiten lernen. Einmal Superschütze, was es hat, was die Attackenkraft nach Volltreffern erhöht. Also eigentlich bewirkt es, ich glaube, dass wir 250% mehr Schaden machen beim kritischen Treffer. Die genauen Zahlen kenne ich gerade nicht so aus dem Kopf, aber steigert Attacken nach Volltreffer ist halt ein bisschen irreführend. Also es verstärkt tatsächlich nur die Kraft oder beziehungsweise den Schaden, den ein Volltreffer anrichtet. Und ja, Nachthieb, Ausdauer, Durchbruch und Aeroass sind die Attacken, die es von seinem Papi Scaraborn gelernt hat. Es hatte erst immer nur Durchbruch und Aeroass, das kann lernen schon sehr früh. Durchbruch lernt es, glaube ich, auch schon so auf 17 oder so, und Ausdauer hat es einfach so irgendwie mitgenommen. Ich glaube, das konnte es dann auch noch. Und die 4 Attacken hat es dann einfach geerbt. Was eigentlich nicht schlecht ist, weil Pionscorer lernt ziemlich mehr bescheidene Attacken, bis Level 34. Und da müssen wir es noch irgendwie hinkriegen. Ansonsten hat sich nicht allzu viel getan. Ich glaube, Hades hat zwischendurch ein Level-Up bekommen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber was ist passiert. Und jetzt habe ich schon fast 5 Minuten an Zeit verschwendet mit Erklärungen. Habe ich noch irgendwas gemacht? Mir fällt spontan jedenfalls nichts ein. Also jetzt nicht so wirklich, was mir einfällt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben waren. Haben wir gegen dich gekämpft? Für das Angeln und Kämpfen braucht man Feingefühl. Und feinfühlig bin ich auch. Okay, gegen ihn haben wir schon gekämpft. Wo waren wir stehen geblieben? Was ist mit dir? Ah, Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und das bin ich auch. Ich hasse es, wenn es regnet.
Er hat ein Schmerbel, da wird sich Koma aber freuen. Guten Tag. Achso, dann haben wir mal mit dem Rasierblatt zu, würde ich sagen. Und das war Schmerbel. Und das ist ein Level-Up. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen. Es dauert immer. Es hat aber so einen kleinen Delay, bis es tatsächlich umspringt. Bis ich klicke, bis es umspringt. Es dauert immer so ein, zwei Sekunden. Diesen ein, zwei Sekunden bin ich immer am Zittern und so. Läuft das auch so, wie es soll? So. Oh, ob wir die Flinkklaue gebraucht hätten. Naja, die Downseite ist jetzt zwar, dass wir keinen VM-Sklaven mehr haben können, dadurch, dass wir jetzt sechs Pokémon aktiv im Team haben. Die meisten VMs brauchen wir aber erstmal nicht. Also zum Beispiel Zerschneider brauchen wir, ich glaube, im Spielfortschritt jetzt gar nicht mehr. Das braucht man, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nur das eine Mal da beim Galaktikgebäude. Könnte sein, dass wir es nach der Liga nochmal benötigen. Aber dann bringen wir das eben einfach unserem Pokémon bei und fertig. Die haben vier Attacken. Wenn wir eine davon haben, die ein bisschen nicht ganz so toll ist, werden sie das verknusern. Meine Migräne würde ja eh Surfer lernen. Es kann doch Blitz und naja, es bietet sich eigentlich an, Blitz zugunsten von Kaskade vergessen zu lassen. Ansonsten hat Hades die Aufgabe des Zertrümmerers übernommen. Es braucht ja eigentlich eh nur zwei Attacken. Eine Unlicht- und eine Feuerattacke. So sehr viel mehr lernt es nicht. Und Entwa hat die Flugrolle übernommen, mehr oder weniger. Notgedrungen als einziges, weil ja, es ist das Einzige, das fliegen kann. Wie ist das eigentlich? Kann Zubat jetzt eigentlich mittlerweile schon fliegen lernen? Also ich weiß, dass es ab einer gewissen Generation erstmal gar nicht möglich war, dass Zubat und Golbat fliegen lernen konnten. Und dann irgendwann konnte Golbat fliegen lernen, aber Zubat nicht. Ich weiß aber nicht, ob sie das mittlerweile angepasst haben, dass Zubat nicht auch fliegen lernen kann. Ich meine, wenn man auch Taubsi fliegen kann, warum sollte man nicht auch Zubat fliegen? Wenn ich mir das ziemlich witzig vorstelle. So, nächster bitte. Ach, ich kann mir ja auch ein Fahrrad mit dem Gitschaller. Hier kommt nur Trainer vorbei. Die sind es, Frauen, die gerne angeln. Aber ich angle gerne. Bin ich etwa keine Frau? Ja, scheinbar nicht. Also bin ich auch heute ein echter Mann. Hört ihr nicht meine tiefe Stimme? Ich bin so männlich. Was sagt man als Mann so, um sich als Mann formulieren? Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie ein Mann. Klingt wie eine Halteampel. So, und das war Goldini. Und das ist noch ein Level Up. Meine Güte, es geht ja hier Schlag auf Schlag. So. Ich bin stolz auf meine Pokémon und werde dir zeigen, warum das so ist. Nur dann zeig mal her. Ein hübsches Natara hast du da. Ich hätte vielleicht lieber das Garabon ins Team nehmen sollen. Naja, wozu sollen wir Erdbeben? Dann mal los. Naja, das war doch jetzt mal nicht so schlecht. So, und damit sollte es auch für das Nachtara gewesen sein. Ich mag Nachtara nicht als Gegner. Ich habe schlimme Erinnerungen daran. Die halten immer so viel aus, die Mistdinger.
Aber auf der anderen Seite, wenn man dann selbst ein Natter hat, dann kommt einem das immer so vor, als würden die sofort kaputt gehen bei jeder Kleinigkeit. Ist so. Und damit meine ich nicht das Pokémon. Und das war Ciara. Es tut mir immer eine Seele weh, ein Ciara zu besiegen. Aber hey, manchmal muss es eben getan werden. Ich kann ja schlecht sagen, nö, gegen Ciara kämpfe ich nicht. Das kannst du knicken. Ah, der Busch ist dafür, dass man auf die Seite kommt. Okay. Oh, Tim, 62 Silberhau. Mal sehen, was ist denn da? Ah, kommen wir zu dem Item. Natürlich. Ein Glibunkel. So. Ja, da wäre ein Item gewesen. So viel zu tun, ja, braucht man ja nicht mehr. Wobei, ich könnte das so Resub-Ball bringen. Die kann bestimmt zerschneidet werden mit Ausdauer. Aber ich würde Ausdauer in 4 Leveln gerne vergessen lassen, wenn sie da Käferbiss lernt. Andere Möglichkeit wäre, Kurma Dingsens vergessen zu lassen. Rückkehr. Und die letzte Möglichkeit, wir lassen die Items einfach liegen. So. Sollen die Büsche mich doch aufhalten. Ich finde es beruhigend, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Ich kann mir Besseres vorstellen. Ah, wobei, das habe ich als Kind geliebt, so im Matsch zu spielen. Am besten mit bis zu den Knöcheln oder bis zu den Knien im Matsche herumspringen. Und wir hatten früher... So ein scheiß Forscher ist das, ich verstehe schon. Wir hatten früher direkt vor unserer Haustür das Autoschild. Du bist aus der Tür rausgekommen, hast einen Meter gemacht, saßt im Wagen. Und ich habe es in dieser Zeit schon geschafft. Naja, nicht ganz so sauber ins Auto zu kommen. Da war nämlich so eine kleine Senke von den Reifen im Boden und da hat sich immer das Wasser gesammelt. Und das Wasser hat natürlich auch den ganzen Matsch da und so angespült und so weiter. Naja, und klein Sefi dann so, yay, Matsch! Und jetzt mal, wie so Kinder das machen, gleich reinspringen. Ich war nie sehr sauber als kleines Kind. Oh, ein Hyperheiler. Vielen Dank. Und natürlich ein wildes Pokémon. Man kann nicht mit ihnen, man kann auch nicht ohne sie. Immer dasselbe. So, ich hoffe, wir sind hier bald mal raus. Weil ja, rein theoretisch könnte ich einfach nach Trostu fliegen und wir müssen einfach nur ein Stück nördlich. Aber ich will die Trainer hier ganz gerne mitnehmen. Ich sagte, ich möchte die Trainer mitnehmen, nicht die wilden Pokémon. Also geh mir aus der Sonne, Schalelos. Oder aus dem Weg, je nachdem. Auf dem Boden. Du wirst wahrscheinlich aus der Sonne gehen können. Ich kann es jetzt dir aus der Sonne. Ja, du verstehst schon. Hi. Hallo Trainer. Bist du auch gut zu Mutter Natur? Na, sagen wir mal so, es ist glaube ich noch Platz nach oben, aber man tut halt, was man kann. So, dann schütteln wir mal das Panpyro ein wenig durch. Und das war das Panpyro. Das mag ich so an der Sinnoh-Generation, dass die Starter in der letzten Stufe sowohl stark gegen ihr Pendant sind, als auch schwach gegen das Pokémon, gegen das sie eigentlich stark werden.
Und dann jetzt zum Beispiel unser Chef Terra hat zusätzlich noch den Bodentyp bekommen, wodurch er stark gegenüber Panferno ist, Feuer-Pokémon. Panferno hat aber noch den Kampftyp zu bekommen, wogegen es stark ist gegen gegen Empoleons Stahltyp. Gott, reden fällt mir heute echt schwer. Und dadurch, dass Shelterra noch ein Bodentyp dazu bekommen hat, sind die Wasserattacken von dem Wasserstarter plötzlich wieder neutral. Damit macht das eigentlich noch einen ziemlich guten Deal. Ich meine, die Feuerattacken werden auch nur neutral gegen den Starter. Der muss schon Kampf einsetzen. Aber wir könnten eigentlich Masurisa dagegen einsetzen. Die muss noch einiges aufholen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Wie gesagt, heute Morgen ist sie erst aus dem Ei geschlüpft. Gut, dass wir mit Aeroas angreifen, das immer trifft. Klatsch mir so viel Sand ins Gesicht, wie du willst. Wir treffen immer. Zumindest mit der Attacke. Und machen nicht so viel Schaden. Mir egal, wir stecken das weg. Na gut, wir sind auch nur ein Level überlegen. Gut, dass die Verteidigung einigermaßen in Ordnung ist. Das heißt, den Druck zu geben, werden wir auch noch eine Weile standhalten. So, haben wir das auch. Das gab noch ganz gut EP. So, dann packen wir mal Migräne nach oben. Ich will nämlich noch ein bisschen den Regen austotzen. Eigentlich war Kurma ja nur oben, weil da die Angler waren. Und jetzt wird plötzlich keiner von den okay. Das war ein Doppelkampf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also, Witz zum Thema, ich nehme den Regen mit. Ich habe ganzen Trainer mitgenommen. Hat die uns so kämpft und sagte so, nein, die ist zu tough. Mit der nehmen wir es nicht auf. Ja. Hallo, Meryl. Ist das hier schon ein Rouge? Ich weiß es nicht. Ich fang's jetzt einfach mal. Ich denke, das sollte okay sein. Es ist ja nur ein Meryl. Ich glaube, niemand wird sagen, oh Gott, wie konntest du dieses Meryl fangen? Jetzt ist unser Team absolut okay. Ja, mit einem Meryl, das auf der Box liegt. Macht unser Kampfteam sehr stark und unbezwingbar. Dann gebe ich dir recht. Meryl, das Aquamaus-Pokémon. Das ölgefüllte Ende seines Schweifes schwimmt auf dem Wasser. Das rettet Meryl vor dem Ertrinken. Ich wollte gerade sagen, es bringt dir immer reichlich wenig, wenn nur sein Schwanz oben schwimmt und der Rest untergeht, aber es kann sich daran ja sicherlich auch festhalten. Hey, willst du kämpfen? Der Reichedel vom Pokémon-Landgut freut sich immer über Besucher. Er wartet wohl auf immer auf sie, damit er vor ihnen angeben kann oder sowas. Hallo? Hallo? Nur mal so zwischen uns beiden. Ich denke, wir gehen viel zu oft auf Streife. Ja, dann lass es. Hi, wollt ihr kämpfen? Mein Pokémon schläft in einem Bett, das ich aus Übersee habe einfliegen lassen. Ich bin recht begütet, falls dir das nicht aufgefallen ist. Ich nicht. Meine Pokémon schlafen gar nicht. Oh, hallo Pfiffrin. Ist ja irgendwie Treffen der Starter-Pokémon? Habe ich ja irgendwas verpasst? Warum bin ich nicht eingeladen? Ich habe auch einen Sinnoh-Starter. Yay, ist es verwirrt. Na, haust dich wieder? Oh, ist jetzt geduldet. Na gut, bis es die entfesselt, ist es wahrscheinlich besiegt. Was passiert eigentlich, wenn es sich jetzt vor Verwirrung selbst verletzt? Speicherst du noch weiter Energie oder wird das dann abgebrochen? Ich habe keine Ahnung.
Naja, wenigstens geben diese Leute für gewöhnlich mal viel Preisgeld. Guten Tag. Können wir anfangen? Bist du gut vorbereitet? Worauf? Ich bin nie vorbereitet. Ich schätze mich immer so ins Getümmel. Ein Kikugi. Wie süß. Und so haben wir den Blizzard. So, das war die Lady Melissa. Oh, interessant, dass die beiden genau gleich viel Preisgeld geben. Oh, da lag ein Item. Da lag ein Item. Das wird ganz schön meins sein. Ein Grundstück. Hallo, hier geht es zum Trophäengarten. Der Garten steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich viele Pokémon auftauchen. Wow, nein, echt. Los, sag. Hi, ich faule jetzt nicht. Ich mache nur eine kleine Pause. Und wenn ich offiziell eine kleine Pause mache, kann ich auch offiziell im Bett liegen. So ist das bei mir Sitte. Ja, bei dir, aber bei dem? Oh, ein Protein, wer schmeißt denn sowas weg? Na, ob das noch gut ist? Ich weiß hier nicht. Oh, der Apfel ist leer. Das ist so eine Schande, aber... Wusstest du, dass du im Trophäengarten Pokémon fangen kannst? Und wenn du einem eingefangenen Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Ich gebe dir etwas davon ab, also versuch es mal. Wie kann man denn etwas von einer Sanftglocke abgeben? Haben wir nur dieses kleine Schleifchen bekommen, was an der Sanftglocke dran ist? Oder so dieses Bimmelteil? Ja, vor allem aus leer. Und ein Luxusball. Na, den hätten wir gebrauchen können, zu Enfer gefangen haben. Was gibt's hier? Willkommen. Hier kannst du den Stolz des Landguts zu einem Kampf herausfordern. Die 5 Zofen. Die Aufgabe besteht darin, alle 5 von uns hintereinander zu besiegen. Und zwar ohne Pause. Wenn du schaffst, uns in einer bestimmten Anzahl von Runden zu besiegen, gibt's ein Geschenk dazu. Eine Runde ist so viel Zeit, wie ein Trainer und sein Gegner brauchen, um eine Handlung zu vollziehen. Und eine Handlung umfasst die Attacke oder den Tausch eines Pokémon oder das Verwenden eines Items. Und nun beginnt der 5. Zofen K.O.-Wettkampf. Die angestrebte Anzahl der Runden beträgt heute 8. Diese Anzahl solltest du genau schaffen. Möchtest du antreten? Ja, komm. Sehr gut, dann kommt hier unsere erste Zofe. Erste, meine Lieblingsfarbe ist blau und deshalb fange ich auch an. Das ist genauso zu sagen wie mein Lieblingsobst sind Äpfel, deswegen darf ich immer zuerst an eine Kasse, die neu aufgemacht wird. Werde ich das nächste Mal behaupten, wenn ich im Supermarkt unterwegs bin und gerade eine neue Kasse aufgemacht wird. Wir haben ein klitzekleines Problem. Wir werden diese Rundenzahl vermutlich nicht einhalten können, wenn die alle das gleiche Tipi haben. Na, wobei, wir brauchen für jede wahrscheinlich 2 Runden. Die nächste Person ist ziemlich stark. Es ist schön, dir im Kampf zu begegnen. Grün ist meine liebste Farbe. Na gut, wir brauchen wahrscheinlich 2 Runden für jedes Tipi. Könnte ein bisschen eng werden. Ich hätte vielleicht Koma nach vorne setzen sollen. Das hätte ich vielleicht mit einem Erdbeben kaputt machen können. Normalerweise können wir auch nicht wechseln, weil dann kriege ich eine weitere Runde. Ah, sieht nicht so aus, als ob wir die 2 einhalten können. Machen wir das hier einfach ganz sportlich für die EP. Ich werde mal 2. Und so schön zäh. Und ganz schön zäh. Aber die nächste ist noch zäher. Meine Glücksfarbe ist gelb. Gelb wie die warmen Sonnenstrahlen. So bin ich. Die Level werden ja mal höher.
Nicht, dass die Ausdauer es irgendwie gerettet hätte. Die nächste Zuf ist ein ganz klein bisschen stärker als ich. Ich kann ohne Pink gar nicht leben. Und ich bin die Vierte in unserem Regime. Ich habe zufällig auch viele Sachen mit Pinks. Das liegt aber nicht daran, dass ich Pink mag. Das liegt daran, dass ich Pink gut sehe. Wenn irgendwo was Pinkes rumliegt, findet man es meistens sofort. Vor allem, wenn es so ein knalliges Pink ist. Na, klasse. Das finde ich weniger geil. Na, wenigstens machen wir es mit einem Schlag K.O. Und Level Up für Migräne. Die nächste Zuf ist super stark. Herzlichen Glückwunsch, bereits 4 Zufen hast du besiegt. Bis jetzt hast du 8 Runden gebraucht. Insgesamt musst du die Zahl der Runden genau 8 betragen. Können wir jetzt nicht einfach Schluss machen? Ich stehe für die Farbe Rot. Bereite dich vor auf Nummer 5. No Show, 33. Wenn das kein gutes Training ist, weiß ich auch nicht. Es springt. Wie muss ich mir das vorstellen? Dieses Pipi in einem Raum... Und es trifft nicht mal. Also dieses Pipi springt in einen Raum hoch. Springt es so hoch, dass es an die Decke knallt? Oder sagt er sich vorher, nope, ich springe nicht ganz so hoch. Würde ich ziemlich witzig finden. Fünf von uns hast du besiegt. Das schafft nur die wenigsten. Glückwunsch, nicht übel. Die angestrebte Rundenzahl betrug 8. Du hast 11 Runden benötigt, um die Zufen zu besiegen. Oh, na, das war dann doch eher ernüchternd. Aber was soll's, immer hast du die 5 Zufen besiegt. Darauf kannst du stolz sein. Bitte komm morgen wieder. Voll blöde. Das ist Matilda, hallo? Herr Reichedel, hat das so ein sündhaft teuer aussehendes Buch? Es übt so eine seltsame Anziehungskraft auf mich aus. So, hallo, hallo. Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel drin und draußen. Auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Was, da genießt es wirklich sehr, seinen wertvollen Garten starken Trainer zu zeigen? Ja, was hast du denn? Sagst du nicht normalerweise, dass du das Gefühl hast, dass irgendein Pokémon selten da zu sehen ist? Oder machst du das erst, wenn man den Nationaldex hat? Was haben wir hier? Das ist ein sehr teuer aussehendes Buch über Pokémon. Möchtest du es lesen? Nach mir aus Manaphy. Ein extrem seltenes Pokémon, das noch nie zuvor in Sinnoh gefangen, hier nicht einmal gesichtet wurde. Warum zählt es dann für den Sinnoh-Dex mit dazu? Und Themen 87, Angemario, das passt. Das passt wie der Faust aufs Auge. So, und bevor wir uns in den Trophäengarten aufmachen, machen wir mal an dieser Stelle eine kleine Pause, damit die Folge nicht zu lang wird. Wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich zumindest freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal.